Ah, da oben ist ja ein Slime, der ist da getarnt. Komm her. Läuft, jetzt kann ich den schlagen. Ah doch, jetzt. Ich dachte schon gerade. Da oben ist noch eine Kupfermünze drin. Und jede Münze ist wichtig. Jetzt ist alles weg da. So, die Sichtsperren, auch bekannt als Rang, machen wir auch mal weg. Da, die Spinnenweben auch. Buddeln. So, weg, 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 weg. Das fließt sogar bis nach links runter. Ist doch mal schön gemacht, oder? Da habe ich doch schön gebaut, oder? Ja, habe ich schön gebaut. Okay, ich glaube, hier unten ist jetzt nichts mehr großartig. Dann auf nach oben. Slime, lass dich killen! Bist du hier schön getarnt im Wasser, weil du blau bist? Aber trotzdem kann ich dich killen. Wasser fließt doch schneller ab. Danke. Alter, ich bin eigentlich nur am Fackeln setzen dran. Ja, ich platziere eigentlich nur die ganze Zeit Fackeln und zerstöre Vasen. Aber so gehört sich das ja in Terraria. In Terraria. In Terraria. In Terraria. In Terraria. Alter, ich komme hier aber ganz schön tief. So. Oh, da unten ist auch schon die erste Qualle. Und ich mag Quallen. Fließwasser! Oh, da ist ein Schurken drin. Geh kaputt, danke. Wieso ist da ein Schurken drin? Ach, ich habe wahrscheinlich eine Vase kaputt gemacht. Höchstwahrscheinlich hast du das auch. Oh, oh. Nicht Wurmi. Oh, Lord. Ja, ist ein Slime direkt vor mir, ey. Ich merke das erstmal gar nicht. Ja, ich habe im Terraria noch ein bisschen langsamer Reflexe, weil ich noch nicht genau weiß, worauf ich achten soll. Aua. So, weg mit dir. Keiner mag dich, du Scheißwurm. Darunter ist Wasser. Ich schmeiß da mal gerade was rein. Okay. Die Frage ist, wie würde ich da wieder rauskommen? Ich gehe mal ein bisschen hier so ein bisschen lang. So. So kann ich mir das Kupfer holen. Muss aber nicht nach unten rein. Wobei ich gerne meine Leuchtstange wieder zurückhaben würde. So, dann versuchen wir das jetzt einfach mal. Ach, wir können nicht wieder einsammeln, oder wie? Toll. Die ganze Arbeit hier umsonst gemacht. So, das noch kurz wegmachen. Kann man auch noch den hier besser platzieren. Und schön rausspringen. So. Die leuchtende Qualle, was brachte die nochmal? Weiß ich nicht mehr genau. Lol. Aua. Ich hoffe, die ist jetzt auch nicht allzu stark. Ah, geschafft. Ja, so extrem stark war sie jetzt nicht, ne, aber... Was ist das für ein Raum? Moment, fluten wir denn erstmal standardmäßig mit Wasser? So, erstmal hier an der Seite lang. Ne, ich flute ihn jetzt natürlich nicht sofort. Ja, was ist denn das für ein Raum? Oh. Oh, ich brauch Luft. Luft, 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 Luft. Wo fließt das ganze Wasser hinein? Alter. Wie viel Platz ist denn da unten? Bis dahin. Ach nö, jetzt habe ich da alles so geflutet. Egal, jetzt kann ich hier von oben aus rein. Moment, warte, was vielleicht ganz praktisch ist. Das wäre Holz. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Das ist ja doof. Dann muss ich mir den Weg aus... Also den Aufweg gleich aus Steinen bauen. So. Ach ne, ich brauche ja dafür eine Axt. Ach stimmt, dann kriege ich hier so ein bisschen Holz, ne? Ist eigentlich voll praktisch. Okay, ich habe das gerade in den Hintergrund gesetzt. Hier ist eine goldene Kiste und eine Statue. Ich hoffe, ich entzürne damit jetzt nicht irgendeinen Endgegner. Weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung.
Ich hoffe es einfach mal. Oh, das war ein Slime. Hier, Wurmi. Warte, wir besiegen... Alter, piss dich. Ich würde sagen, wir besiegen erstmal Wurmi und dann gucken wir mal, was da in der Kiste drin ist. So, weg mit dem. Das hier jetzt... Das setzen wir mal irgendwo hin. Jetzt gehen wir da außen nochmal gerade dran an die Vasen. Also das ist eine goldene Kiste, das ist ja... Also das scheint mir schon mal sehr cool vorzukommen. Ich bin auch übrigens froh darüber, dass ich das hier nicht alles geflutet habe. Also nicht diese ganzen Katakomben oder was auch immer das sind. Was sieht ja schon mal spektakulär aus. Was, wie heißt diese Wand? Cricket Wall oder irgendwie sowas. Okay. Da ist ja sogar auch noch eine Tür. Meine Güte. Also raus kann ich hier schon mal schnell wieder. Ja, ich glaube. Ja, zu. Nein, jetzt bin ich im Wasserbecken. Toll. Ich glaube, ich sollte die Tür nicht noch weiter aufmachen. Beziehungsweise nicht nochmal aufmachen. So, wir bauen zwar erst die Statue ab. Die stellen wir uns zu Hause in unser cooles Regal. Und hier drinnen ist eine andere Statue noch. Interessant. 19 Bomben. Was kann ich denn hier unten lassen? Mushroom. Nee, das ist zum Heilen ganz gut. Da. Pflanze brauche ich nicht. Eisen kann ich damit reintun. Schuriken habe ich auch schon 37. Heilportion. Heil! Ganze Gills Potion. Was bringt das denn? Weiß ich nicht. Kann ich das hier nicht auch irgendwo reintun? Nee. Das kann ich da auch. Ja, nein. Okay, dann kann ich das noch reintun. Die Silbermünzen, zack. Kann ich sogar alles mitnehmen, außer die Kiste. Nee, die Kiste würde ich auch gerne. Sehr geil. Sehr gerne mitnehmen. Ah. Funktioniert doch alles. Okay, mit vollem Inventar stürzen wir uns jetzt nach Hause. Alter, aber ich finde, wir haben relativ coole Sachen gefunden. Ich weiß zwar nicht im Einzelnen, was sie so bringen, aber... Sie scheinen alle ganz cool zu sein. So, Moment. Erstmal hier noch gerade kurz ein Licht hinbringen. Ja, es wirkt ein bisschen wie ein Perfektionist, aber Licht muss sein. Oh, oh. So, raus hier. Und hier oben hin. Ach, hier müssen wir noch kurz aufgehen können. Ah, dann wird schöne Kiste und schön, ja, Kupfer und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt echt schöne Sachen hier gefunden. Das kann man nicht anders ausdrücken und das will ich auch nicht anders ausdrücken. Ah, schöne Sachen. Juhu. So, dann gehen wir auch mal auf nach oben. Auf dem Weg noch ein paar Ranken zerstören. Der Klassiker eben. Und dann sind wir auch schon gleich oben. Oben, oben, da wird man dich loben. Wobei, ich würde jetzt gerne noch mal kurz hier reingucken. Okay. Wobei, ob sich das hier wirklich lohnt, hier... mit vollem Inventar hier noch so großartig reinzugucken. Ich bezweifle es eher. Oh, mittlerweile ist es auch Nacht. So. Stirb, Zombie. Gesagt, stirb. Danke. Oh, noch gleich. Aua! Alter! Ich will mich doch ver... Oh, nein, ich bin im Dunkeln! Okay. Oh, fuck, wie komme ich jetzt wieder raus? Fuck! 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 Fuck, fuck, fuck! Okay, weiter, weiter! Scheiße, Sackgasse! Ich sehe nichts. Fuck! Oh. Ich glaube, ich bin sicher. Oh, holy moly, ey. Die wollen mich doch verarschen, ey. Alter. Alter, das war knapp. Kann ich nicht irgendwie verarschen? Dass sie sich... Alter. Ohne Witz, das war echt knapp.
Das komplette Inventar habe ich ja voll. Ich hätte fast alles verloren. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt den Kampf stellen soll oder ob ich nicht lieber sicher gehen soll und mich hier rausbuddeln soll. Wobei, ich glaube, ganz bis nach oben buddeln, das ist, glaube ich, schon relativ weit. Deswegen bin ich mir da noch ein bisschen unsicher. So, alles weg. So. Dann das da rüber, über mir noch wegmachen. So. Dann weiß ich auch, wo ich das platzieren muss, genau. Das ist jetzt natürlich schön gelaufen. Wobei, ja, ich habe jetzt 100 Leben. Ich könnte es eigentlich versuchen, gegen die zu kämpfen. So, noch ein bisschen näher ran.